Bist du bereit? Dann lass uns gemeinsam die vereinbarten Regeln für die Schlacht besprechen. Wohlan, mögen wir siegreich sein. Gut, dann ist ja alles bereit. Möge die Truppenübung der Eorzäischen Allianz beginnen. Thank you.
Er hat ihn besiegt? Ist der Kampf nun vorbei? Ja! Der Sieg ist unser! Heute ist ein glorreicher Tag für Ishgard! Den Sieg haben wir dir zu verdanken. Du bist wahrlich der treueste und stärkste Verbündete Ishgards. Ich bin völlig außer Atem und mein Herz schlägt wie wild. Vor der Schlacht hatte ich Angst. Ich dachte, ich könnte ohnehin nichts ausrichten. Doch die Angst verflog und ich gab mein Bestes. Ishgard hat 1000 Jahre Krieg überstanden. Wir sind stark genug, jede Herausforderung zu meistern, die sich uns stellt. Ich glaube fest an eine glückliche Zukunft und hoffentlich fassen bald auch jene Mut, die noch verzweifelt sind. Ihr habt glorreich und tapfer gekämpft und damit den Sieg verdient. Ich danke euch für die Anerkennung. Eure Ritter und Soldaten haben heute die legendäre Kampfkunst Ishgards eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich hoffe, ihr werdet diese Kampfkunst von nun an ebenso entschlossen in den Dienst der Eorzeischen Allianz stellen. Etwas überrascht hat mich, dass ausgerechnet dieser Abenteurer für Ishgard gekämpft hat. Als guter Freund ist er meiner persönlichen Bitte gefolgt. Sollte seine Teilnahme euer Missfallen erregt haben, bitte ich um Nachsicht. Nein, keine Sorge. Immerhin haben wir Rauban in die Schlacht geschickt. Der Kampf zwischen den beiden wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Ich bin nur erstaunt, wie rasch Ishgard sich verändert hat. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit waren Fremde in euren Reihen undenkbar. Ishgard musste sich verändern und ich hoffe, dass das ganze Volk die Reform vorantreiben wird. Großmeister Emmerich, ihr... Der Weg hin zu Reformen ist steinig. Das weiß ich aus eigener, leidvoller Erfahrung. Ich wünsche euch und Ishgard alles Gute auf diesem Weg. Na, das lief doch wie geschmiert. Gut gemacht. Ein guter Tag für Ishgard. Ich bin froh, dass ihr gewonnen habt. Keine Sorge, ist nur ein Kratzer. Und das war es wert. Ich konnte doch nicht zulassen, dass diese Bestie dir in die Quere kommt. Lass dich bloß niemals von deinem Weg abbringen. Hörst du? Minfilia hat dir nicht umsonst die Wahrheit anvertraut.